Ja, an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Skyrim Dragonborn DLC. Ja, wir sind beim der Quest Der Weg des Wissens. Und ja, um Mirakt zu bezwingen, muss ich weitere schwarze Bücher finden, die Quelle seiner Macht und seines Wissens. Storn meinte, dass der Zauberer Nelord möglicherweise die Fundorte der schwarzen Bücher kennen würde, die ich benötige. Dann müssen wir auf nach Telmetrin und dort mit diesem Nelord sprechen. Zum Glück habe ich den Ort schon gefunden und dann können wir per Schnellreise reisen. Ja, hier sieht man so einen Riegling. Funktioniert diese Beschwörung nicht? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich versuche diesen Aschenwächterzauber hinzubekommen. Nun muss ich mich konzentrieren. Und solltet ihr euch nicht eigentlich um die Schäden am Turm kümmern? Meister Nelord hat Elinea damit beauftragt, den Turm zu reparieren. Nichts. Warum macht ihr das nicht im Labor, wo es für uns alle sicherer wäre? Das Labor ist zu klein. Außerdem benötige ich den Aschenwächter. Also hier gibt es weiß, was ich mache. Aber es bringt nichts. Mehrere Eingänge. Und wir sehen schon, der da unten versucht, erfolglos einen Wächter zu beschwören. Und wir sind jetzt in Telmetrien. Ja, das ist sehr cool. Hier kann man nach oben schweben. So. Scotty, beam mich hoch. So, da ist Zuerst greift die Nelord. Aschenbrut an. Dann verwelkt mein Zuhause. Irgendwer scheint es auf mich abgesehen zu haben. Ich erinnere mich nicht, euch in meinen Turm eingeladen zu haben. Ich hoffe, dass sich diese Störung für mich lohnen wird. Man sagt, ihr wisst, wo man schwarze Bücher finden kann. Ihr sprecht von den Bänden voll mit esoterischem Wissen, die der alte Hermaeus Mora überall in der Welt verteilt hat. Und was wisst ihr schon darüber? Ich habe ein schwarzes Buch gefunden. Ich muss noch mehr finden. Gefunden? Ja. Und gelesen sicher auch, oder? Streitet es nicht ab. Ich kann es in euren Augen sehen. Auch gefährliches Wissen ist Wissen. Und da meiner Erfahrung nach ist es sogar oft die nützlichste Wissensart. Um Mirak aufzuhalten, muss ich wissen, was er weiß. Mirak? Der, der ständig in den Gesängen der Stadtbewohner vorkommt. Ja, ihr habt vielleicht bemerkt, dass er versucht, nach Solstheim zurückzukehren. Nun, ich wusste, dass etwas, was mit Hermaeus Mora in Verbindung steht, seinen Einflussbereich auf der Insel erweitert hat. Ich war nicht sicher, ob es sich dabei tatsächlich um dasselbe Wesen handelte, wie dieser legendäre Namensvetter des zentralen Tempels. Aber die Dorfbewohner scheinen davon ja recht überzeugt zu sein. Wisst ihr, wo ich ein weiteres schwarzes Buch finden kann? Oh ja. Sie sind nicht schwer zu finden, wenn man erst einmal weiß, wie man danach suchen muss. Ich habe hier eins, das ich benutzt habe, um weitere zu finden. Ich habe ein schwarzes Buch. Ich war nicht untätig, während dieser faszinierende Wahnsinn Solstheim erfasst hat. Aber mein Buch ist nicht das, wonach ihr sucht. Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen Zusammenhang mit diesem Mirak gibt. Aber dafür weiß ich, wo ein schwarzes Buch zu finden ist, das euch helfen kann. Dann wisst ihr also, wo dieses schwarze Buch zu finden ist, das mit Mirak verbunden ist. So ist es. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, eins zu bekommen. Vielleicht können wir ja gemeinsam die Geheimnisse der Dwemer entschlüsseln. Die Dwemer? Was haben die denn damit zu tun? Verbotenes Wissen war eine Art Spezialität der Zwerge, nicht wahr? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, sie könnten so einfach widerstehen.
Die alten Dwemer scheinen dieses Buch entdeckt und studiert zu haben. Ich habe in den Ruinen von En'Jardak ihren Leseraum gefunden. Das Buch befindet sich dort in einer Art Schutzvitrine, die ich bislang nicht öffnen konnte. Aber vielleicht können wir uns das Buch ja zusammenholen. Dann auf nach En'Jardak. Folgt mir! Ja, jetzt müssen wir in einer tiefen Ruine nach En'Jardak. Habe ich zwar keine Lust drauf, ich hasse Dwemer-Ruinen, aber müssen wir ja wohl oder übel. Und wieder ab nach unten. Ich weiß zwar nicht, wieso der jetzt wieder hochgeht, der Typus, aber egal. Wir bekommen hier nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? Nein, ich muss bloß zu diesem Ort jetzt irgendwie. Okay, wie komme ich da hin? Einfach laufen. Zwei Finger geweht. Was soll das heißen? Oh, gedreht. Ja. Scheint ja sehr im Wasser gelegen zu sein. Vorher werden wir noch angegriffen. Von der Aschenbrot. Aber dürfte mit Eiszaubern eigentlich kein Problem sein. Ja. Schwimmen. Naja, nicht so meins, aber müssen wir durch als Lurch. En'Jardak entdeckt. So, wo ist der Eingang? Ja, natürlich treffen wir hier auf Gegner, war ja irgendwo klar. Okay, die werden erledigt. Hey, komm, Fußroda. Naja, war nur halb so lustig. Ist mir nicht mal runtergefallen. Na doch, fast. Toll, jetzt kann ich nicht mehr sein Zeug nehmen, weil er im Wasser liegt. Aber wir können jetzt hier rein. Oder auch nicht. So kann ich die Tür nicht öffnen. Na, immerhin gibt's hier schöne, wertvolle Sachen. Aber noch mehr von denen. Du bist selber schuld. Das greifst du auch an. Oh, schwarze Seensteine. Kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe schon 3 Zuschauer und ich frage mich, warum? Sonst habe ich nie Zuschauer. Okay, liegt vielleicht auch daran, dass ich sonst meistens so sehr spät in der Nacht streame. Und jetzt ist es ja relativ früh. Wenig Heilung. Gold.
Ach, wenn wir mal schießen, ist mal was anderes. Bam. Und danke für die Seele. Ja, ich glaube, in die schwarzen Seelensteine lassen sich auch menschliche Seelen einfangen. Das ist immer ganz gut. Für die Verzauberung. Ja. Reise mit Nelok nach Inshark, ja, oder keine Ahnung, wie das hier heißt. Schön, voll in die Falle rein, aber getroffen hat es uns trotzdem nicht. Ja, ich glaube, wir können hier nicht rein, weil dieser Nelod noch nicht hier ist, oder? Die Dwemer wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Ja, jetzt kommst du, wo ich alles beseitigt habe. Ich muss uns die Tür aufschließen. Also los. Diese Kontrollsockel scheinen es den Dwemern von Injardak sehr angetan zu haben. Zum Glück habe ich bei meinem letzten Besuch einen passenden Würfel gefunden. Als ich ging, habe ich diese Tür versiegelt, um ungebildetes Gesindel fernzuhalten. Lasst sie mich öffnen. Der Spruch ist gleich darinnen. Ja, sehr gut. Ja, da ist das schwarze Buch. Es bringt nichts, glaub mir. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinen Händen. Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen, das ist leichter gesagt als getan. Ja, war mir schon klar. Folgt mir. Ja, ich bin schon schneller als du. Dann komm her. Bei meinem letzten Besuch konnte ich nur einen kleinen Teil der Ruinen erkunden. Damals war ich allein und ein Assistent für diese Art schmutzige und gefährliche Arbeit ist einfach unerlässlich. Ja, und dafür schickt er uns vor. Sehr nett. Injardak, die Stadt der 100 Türme. Früher gab es dort das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge auftauchten. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerscher Ingenieurkunst. Und nun seht sie euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Die Pumpen arbeiten nur, wenn sich ein Würfel im Sockel befindet. Und leider habe ich nur einen Würfel. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bring diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Ja. Schön. Würfel finden. Ja, das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln in diesem Teil der Stadt an. Die meisten Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht.
Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fluten zurückgehalten werden. Interessant. Wo ist der hin? Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges verloren. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Naja, das schießt immerhin noch. Diese Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche an. Ihr braucht einen Würfel, um diese Tür zu öffnen. Ich hoffe, okay. Ihr habt daran gedacht, den Würfel mitzunehmen, den ich in den Sockel gesteckt habe. Nee, habe ich nicht. Aber jetzt habe ich ihn. Das hätte auch vorher einfallen können, hätte man gleich den Weg gehen können. So, jetzt haben wir zwei Würfel. Schön. Was war das? Da drüben. Die großen Werkstätten von Enchanter sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend. Ich bin ja an nur einem Tag ein kompletter. Ja, jetzt hat ein wenig die Internetverbindung gesponnen. Es tut mir leid, ich hoffe, es läuft bei euch normal weiter. So, wie komme ich jetzt dahin? Na, der macht das schon. Wir können ja eigentlich beide Sockel aktivieren. Was passiert dann? Dann ist das Wasser ganz weg. Nur wir müssen die dann wieder mitnehmen. Sonst. Ein Seenstein, ein Smaragd. War natürlich klar, dass man hier nicht einfach lang laufen kann und das mitnehmen kann. Läuft. Der hat sich schon gekillt. Jetzt habe ich keine Würfel mehr. Müsste sich. Centurio Dynamo Kern. Ja, wunderschön, aber hilft uns auch nichts. Nein, wir setzen uns nicht hin. Jetzt doch aus Versehen. Sakraler Zwergenstreitaxt. Na, immerhin einiges wert. Nehmen wir gleich mal mit. Ich nehme an, wir müssen jetzt wieder hier hoch, einen Würfel entfernen und unten den Sockel bedienen. Ja, nur ich komme nicht wieder hoch, weil ich so blöd dazu bin. Was geht denn jetzt ab? Von da drüben besser hin. Ja.
Den nehmen wir mal schnell wieder runter. Und bedienen das Ganze jetzt mal schnell. Ja, und eine Treppe erscheint. Sehr, sehr gut. Ja, und wir haben den nächsten Würfel. Leider schaltet jeder Würfel, den wir herausnehmen, die entsprechende Pumpe. Geht weg. Oh. Eine Truhe. Schlösserknacken schwer gemacht. Oder leicht gemacht. Ja. Irgendwie brechen die uns alle ab. Naja, ich habe ja über 100 Dietriche. Das war's doch fast. Wo war ich denn eben? Jetzt. Essenz des Scharmützlers. Gold, Granatstein, Zaubertrank der ewigen Ausdauer, goldener Ring. Also echt, für den Scheiß haben wir das jetzt aufgemacht. Naja. Will mich ja nicht beschweren. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder da hochkommen. Und den letzten Würfel aber auch noch mitnehmen. Und dann wieder hier raus. So, drei Würfel. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, irgendwas ist da drüben, nur wir kommen dort nicht hin. Ich hasse Ruinen. Geht das auf, wenn ich das... Nee, natürlich geht er nicht auf. Haben wir irgendwas vergessen? Ich wissen wir ja hier lang unter Wasser so mal so. Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja. Ziemliches Geraffel, würde ich sagen. Oh, wir bekommen den vierten Würfel. Naja, so schwer war es dann doch nicht. Schön, unter Wasser hinten ist auch so leicht. Geh weg.
Naja, immerhin ein bisschen Zeug. So, hier sind wir hergekommen. Kann mich natürlich jetzt auch an. Nee, ich irre mich nicht. Nach meiner Zählung haben wir insgesamt 4 Würfel gefunden. Ja, jetzt haben wir alle. Ausgesetzt, ihr habt nicht doch irgendwo einen verloren. Nein, habe ich nicht. So, jetzt können wir hier das Wasser abpumpen. 1 und 2. Oh, ja, dafür gibt es gleich eine Belohnung. Also, dass wir das Wasser ablassen, kommen jetzt hier Gegner, die uns werfen. Vielen Dank. 1 und 2. Drei. Und 4. Aber hier fehlt doch noch 2, ja? Oder reicht das schon? Und da ist schon wieder ein Zwergenball da. Aua! Mit Bolzen. Ja, toll, jetzt brauche ich wieder einen Würfel. Verarscht mich doch. Muss ich wieder zurückgehen und einen neuen Würfel holen. Ich wahrscheinlich schwimmen, weil das unter Wasser ist. Wenn ich jetzt einen wieder entferne. Wir haben wahrscheinlich doch zu wenig Würfel. Oh, 3 reichen anscheinend. Na dann, hier durch. Aquädukt. Ja, das hoffe ich auch, aber sieht nicht so aus. Dort oben lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen? Wir müssen diese 3 Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Schön. Wie mache ich das? Unten irgendwas, was ich betätigen kann? Nee. Sicherlich von da oben. Das sind 3 Sockel. Holen wir es mal mit denen. Irgendeiner wird hier richtig sein. Nehmen wir mal die goldene Mitte. Ah ja, das war Brücke Nummer 1. Okay. Da geht jetzt... Gehen die Brücken runter, aber die da hinten nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal über die Brücken. Nun, es ist schon ein gewisser Fortschritt. Aber wenn wir zur Pumpensteuerung gelangen wollen, müssen alle 3... Thank you.
Ja, geht's aber trotzdem jetzt nicht weiter. Wir müssen diese drei Brücken. Geh weg. Nimm mal diese Schrotthaufen. Ja, schön, dass du das sagst, dass wir alle drei Brücken. Schön. Und dann muss ich es nochmal anders probieren. Probieren wir es mal hier mit. So, jetzt ist das hier offen. Schön, da kommen wir trotzdem nicht hin. Ich hasse es. Oh, jetzt haben wir alle. Das ist es. Passt jetzt nichts mehr an. Schnell! Ja, ich mach ja auch alles kaputt. Ja, bei den Feuern. Jetzt sind wir hier und was gibt's jetzt hier? Oh, der ist ziemlich langsam. Oh. Jetzt können wir den Wasserspiegel senken. Ich habe eine Idee. Ich werde hier und hole diesen Würfel, sobald wir den letzten gefunden haben, der uns noch fehlt. Viel Glück. Ja, schön. Ich darf jetzt wieder suchen gehen. Also gibt es noch einen Würfel zu holen und dann müssen wir den anderen aber wieder mitnehmen. Schön. Sowieso ein Talent, mich zu verlaufen, und ich glaube, hier waren wir auch schon. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Und die Tür ist zu. Die wollen mich doch verarschen. Das ist ja zwar kein Wasser, aber jetzt können wir es trotzdem nicht aktivieren, weil wir keinen Würfel haben. Müssen wir doch den Würfel wieder runternehmen und müssen tauchen wahrscheinlich. Toll. So ein Geraffel. Wo war jetzt der Sockel, den wir eben gefunden hatten? Ah ja, hier. Ja, unter Wasser funktioniert es nicht. Das heißt, wir brauchen einen Würfel mehr. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und noch einen mitnehmen. Ich hasse das. Und ich hoffe, dass die zwei Würfel reichen, um das
niedrig genug zu halten. Ja. Hab ich den jetzt auch wirklich mitgenommen? Wer sonst? Ah, Kontrollwürfel, perfekt. Ja, jetzt läuft er wieder hier lang. Er hätte auch hier warten können. Der macht doch sowieso nichts. Außer kämpfen. Und jetzt da rein. Jo, Todesfallen. Vorwärts. Okay. Dann besser mit Wiederherstellungsmagie ausstatten. Falls wir vermetzelt werden. Ja, das Zeug hier mitnehmen. Heilen. So, die Würfel haben wir und es wird alles wieder geflutet. Habt ihr den Würfel? Gut. Dann nehme ich diesen Würfel und wir machen uns auf den Weg. Okay, aber bringen nicht weg. Naja, ich glaube, wir haben es jetzt langsam auch geschafft. Wenn ihr die Kessel den Gang bringen wollt, braucht ihr den so für den Ägypten. Was hat er gesagt? Hier. Ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. Okay. Sollen wir dann mal weitermachen? Ja, müssen wir ja wohl, ne? Jetzt geht es eigentlich nur noch, die vier Kessel mit den Würfeln in den Gang zu bringen. So, jetzt haben wir vier Würfel und passiert jetzt? Wir müssen vier Kessel in Gang bringen, dann soll es uns gelingen, oben die Schutzvitrine des Bittes zu öffnen. Er spricht so undeutlich, ich verstehe den überhaupt nicht. Wir haben die Würfel, die wir zum Anwerfen der Kessel brauchen. Vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Sollen wir dann mal weitermachen? Verstehe ich gerade nicht, was ich machen soll. Gerade überfordert. Wir müssen viele Kessel in Gang bringen, dann
Okay, das Wasser sinkt weiter und jetzt. Gibt's Gegner. Oh, falscher Zauber. Ja, das wird ein ziemlich langer Part. Ich würde den gar nicht so lang machen. Aber jetzt. Reicht es jetzt? Ich habe keine Würfel mehr und noch tiefer kann, noch mehr kann ich nicht entfernen. Keine Ahnung. Habe ich das nicht schon beim ersten Mal erschöpfend erklärt? Die Kessel in der großen Halle versorgen den oberen Leseraum mit Dampf. Und genau den brauchen wir, um die Schutzvitrine zu öffnen. Wir brauchen insgesamt 5 Würfel. Einen zur Steuerung der Pumpen in der großen Halle, die restlichen, um die Kessel in Gang zu bringen. Klein, wir müssen 4 Kessel in Gang bringen. Okay, also muss ich den wieder mitnehmen und muss dann in die große Halle, oder was? Oh. Ich hoffe, das ist nicht falsch. Ich hab echt keinen Plan. Aber Skyrim ist ja sowieso sehr voller Rätsel. Ja, irgendwie kann ich jetzt hier nichts machen. Probieren wir es mal damit. Die Tür ist bereits offen. Also irgendwie ist das falsch. Aber wir haben doch alle Würfel. Ja, schön. Was für Kessel? Vier Kessel. Ich 4 Kessel. Und die Questpfeile sind auch nicht wirklich hilfreich. Ihr erinnert euch doch sicher an unser eigentliches Ziel.
Ah, nee, wirklich. Ja, sitzt dafür nicht im richtigen Gegenstand. Unter Wasser kann ich das ja eh nicht machen. Wollen die mich verarschen? Mann, Mann, Mann. Die stressen uns hier ganz schön gewaltig. So, jetzt ist das hier offen und hat uns auch nicht weitergebracht. Irgendwo vielleicht falsch eingesetzt. Leute, das sind doch eigentlich die vier Kessel. Wir dürfen da oben die Würfel nicht eingesetzt haben, sondern da unten. Oh, das ist eigentlich so einfach, ich Idiot, und ich renne hier die ganze Zeit so blöd rum. Oh, geschafft. Es hat länger gedauert als erhofft, aber wenigstens ist es geschafft. Noch ein Dampfzenturier. Wir kämpfen allein. So, wir haben Centurio Meister sogar. Ich gehe wieder nach oben und sehe nach, ob der nächste Raum unter Dampf hat. Ja, immerhin ein mächtiger Seelenstein. Sollte es einfach sein, um das Buch zu kommen. Der redet ziemlich leise, der Typ. Aber soll uns egal sein, wir können jetzt ins Lesezimmer und wir haben gleich das Buch. Ja, war ja eine Tortur. Und wir haben das schwarze Buch. Der Weg des Wissens. Begonnen, der Waldmensch. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Und wir sind in Apokrypha. Und so betritt noch ein Wesen. Auf der Suche nach Wissen. Dies ist Apokrypha, wo alles Wissen gehortet wird. Vielleicht erweist ihr euch als klug genug, um die versteckten Geheimnisse hier zu entdecken. Wenn ja, seid herzlich
angeladen. Vielleicht seid ihr ein Dummkopf oder ein Feigling. Wenn ja, dann seid ihr in Gefahr. Lest euer Buch erneut und flieht, bevor Atokufa euch für immer weint. Ja, sind ja nicht zum Spaß hier, ne? Lerne das verborgene Wissen. Oh, das war knapp. Ja, und wir werden auch gleich ausgepeitscht. Ja, wir müssen warten, bis es sich dreht und dann dort drüben ankommt. Und dort drüben können wir das verborgene Wissen lernen. Also eine Runde Karussell fahren. Und raus hier. Und wir haben es geschafft. Öffnen, Kapitel 2. Nein, das war gerade mal das erste Kapitel. Wir haben es noch nicht geschafft. Okay, wäre ja zu einfach gewesen. Okay, jetzt gibt's wahrscheinlich ein paar Gegner, die uns hier nerven werden. Aber gegen unsere Magie ist das eigentlich alles machbar. Oh ja. Ah. Einer weniger. Ja, ich brauche Trink-Magica-Tränke. Viel zu wenig. Ein paar Bücher. Ja, zurück zu Kapitel 1 wollen wir eigentlich nicht. Noch mehr Bücher. Irgendwas hätte doch jetzt passieren müssen. Ah ja, da geht's weiter. So, Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Buch hat, die wir hier überleben müssen, um an die Macht des Buches zu gelangen, aber wir überleben sie alle. Ja, die verdoppeln sich meistens. Azuras Beschwörung. Klingt gut. Frostwand. Beherrschen wir das Buch schon? Nein. Neuer Zauber gelernt. Frostwand. Was lobe ich mir? Sicherlich ganz nach oben geht's wahrscheinlich zum nächsten Kapitel. Oh, Quell der Magica. Das habe ich jetzt umsonst aktiviert. Das hatte ich jetzt noch gar nicht gebraucht. Ja, wir müssen jetzt nach dort drüben. Wir können ja von hier schon ein wenig kämpfen, wenn es uns gelingen sollte. Ja, geht von da drüben natürlich besser.
In das Schwarze dürfen wir nicht rein, denn das ist nicht ungefährlich. Ja, das Vieh ist sogar immun gegen unerbitterliche Macht. Oh oh. Wir brauchen dringend Magicka. Okay, das Vieh ist am Boden. Und jetzt ist es wirklich am Boden. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir sind jetzt hier. Ah ja, nach dort. Wir werden unermüdlich angegriffen. Das ist denen egal. Ja. Wieder ein paar Bücher, etwas Gold. Ja, das Problem ist, die verdreifachen sich oft und das zwei sind dann Illusionen und eins ist leider dann nur das Original. Okay, wir müssen irgendwie ohne viel Magicka hier durch, also nehmen wir am besten einen beschworenen Bogen. Wieder nur eine Illusion. Das war jetzt aber der echte. Die Wahrheit der Mutter der Nacht. Ja, kennen wir schon, aber doppelt hält bekanntlich. Ja, wir müssten jetzt irgendwie darüber. Warte mal, vielleicht indem wir dieses Teil hier aktivieren. Ja, perfekt. Und wir haben einen Weg. Und es geht weiter. Ja, ein ziemlich langes, länger Part von diesem Let's Play, aber sobald ich dieses Buch erlernt habe, werde ich das auch beenden, diesen Part. So weit kann es ja nicht mehr sein. Oder habe ich mich jetzt hier tatsächlich verirrt? In Apokrypha kann man sich ja leicht verirren. Hier waren wir schon. Verdammt, hier waren wir schon. Gehen wir mal auf die andere Seite. Haha, hier waren wir nämlich noch nicht. Bücher über Bücher, Gänge über Gänge. Illusionen über Illusionen. Und nervige Sucher. Ja, der linke ist der echte, denn da vorne ist eine Illusion. Ich hoffe. Ha, hier waren wir noch nicht. Ja, zum Glück hat man immer 100 von den beschworenen Teilen. Mach die Biege, kleine Fliege. Danke für das Zeug. Sesam, öffne dich.
Ja, hier gibt es Ausdauer, aber die brauchen wir gerade nicht. Sind Sockel für Bücher. Oh nein. Ja, ganz schön stressig hier. Ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, Kettenblitz ist hier ganz gut. Denn das springt ja gleich auf den nächsten weiter. Und verursacht Schaden bei mehreren Gegnern. Geh weg. Oh Gott. Meine Magica, sowas von im Arsch. Das regeneriert sich auch nicht, jetzt regeneriert sie sich. Ha! Auf zum nächsten Kapitel. Kapitel 4. Ja, aber ich glaube, das wird genauso wenig ein Zuckerschlecken wie das vorige. Oh, ein Ebenerzbogen, immerhin. Okay, schöne Sachen gibt es ja auf jeden Fall. Ha, wir haben das Buch, das Wissen des schwarzen Buches erlernt. Naja, haben wir auch verdient. Alle, die es nach Wissen dürstet, kommen früher oder später zu. Wer seid ihr? Ich weiß zwar, dass das Hermeus Mora ist, aber wir fragen trotzdem. Ich bin Hermeus Mora, Gärtner der Völker, Kenner des Unbekannten, Herr über das Schicksal. Ihr steht in meinem Reich, Sterblicher. Was wollt ihr von mir? Ihr habt mein Reich betreten. Ihr sucht das verbotene Wissen, das bislang nur ein An hat. Ihr seid ein Drachenblut, genau wie Mira'ag vor euch. Ihr sucht Wissen und Macht. Ja, ich bin gekommen, um Mira'ags Geheimnis zu erfahren. Alles, was er weiß, weiß er von mir. Ich weiß, was ihr wollt. Euch die Welt mit eurer Macht als Drachenblut gefügig machen. Hier habt ihr das benötigte Wissen. Auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr es brauchtet. Das zweite Wort der Macht. Benutzt es, um euch die Sterblichen gefügig zu machen. Aber das reicht noch nicht. Mira'ag kennt das letzte Wort der Macht.
ohne dass ihr ihn nicht übertreffen könnt. Mera'ak hat mir gut gedient und wurde dafür belohnt. Ich kann euch dieselbe Macht verleihen, aber jedes Wissen hat seinen Preis. Und wie lautet euer Preis für das letzte Wort der Macht? Wissen gegen Wissen. Die Skal haben mir ihre Geheimnisse über viele lange Jahre verwehrt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen in meine Bibliothek aufzunehmen. Ich werde mit den Skal sprechen und euch ihre Geheimnisse bringen. Natürlich werdet ihr das. Und dann gebe ich euch das Wissen, nachdem ihr sucht. Schickt mir den Schamanen der Skal. Er hütet die Geheimnisse, die bald mir gehören werden. So, jetzt ist das Buch aktiviert. Und wir können uns jetzt zwischen drei Fähigkeiten entscheiden. Macht des Drachenblots. Macht des Drachenblots, dein Schrei, unerbitterliche Macht verursacht mehr Schaden und kann Gegner auflösen. Okay. Flamme des Drachenblots. Wenn dein Schrei Feuerarten einen Gegner tötet, erhebt sich aus der Leiche ein Feuerdrache, der 60 Sekunden lang für dich kämpft. Okay, klingt gut. Frost des Drachenblots. Dein Schrei Frostarten hüllt Gegner in Eis. Machen wir mal Flamme des Drachenblots. Flamme des Drachenblots hinzugefügt. Und jetzt zurück nach Solstheim. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Jeder macht beim Lesen dieser Bücher ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe mit Hermeus Mora gesprochen. Dafür erscheint ihr mir noch erstaunlich normal. Was hat er gesagt? Er muss etwas von euch gewollt haben. Er wollte die Geheimnisse der Skal im Austausch gegen das dritte Wort. Welche Geheimnisse können Sie schon vor dem alten Mora verbergen? Hermeus Mora lernt ein paar faszinierende neue Methoden zum Häuten eines Raukers, während ihr zum zweitmächtigsten Drachenblut aller Zeiten werdet. Nun, das gibt mir sehr zu denken. Ich muss zurück nach Telmetrin. Ich habe ein paar Ideen, wie wir noch mehr von diesen schwarzen Büchern aufspüren können. Na, immerhin hat er Ideen, wo wir mehr schwarze Bücher bekommen können. Und an dieser Stelle beende ich jetzt aber diesen Part. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Play gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim Dragonborn. Bis später.